Ja, die letzten Tage, du hast nicht trainiert. Wie geht's? Was war los? Ja, also ich habe jetzt am Wochenende mit circa einem Jahr wieder mal ein Profispiel absolviert. Und ja, jetzt war halt mein Knie, haben wir jetzt darauf geschaut, dass es ein bisschen Ruhe bekommt. Und ja, darum habe ich heute individuell trainiert. Oh, du hast jetzt keine Schmerzen Nein, oder so, es neue ist alles Bandschmerzen. gut, es passt alles, aber ja, wegen den Belastungen halt her, dass man die versteuert. Also für Freitag denkst du schon, dass es reicht. Lass einmal. Also ja, ich bin fit und stehe zur Verfügung. Ja. Samstag das Spiel war dein erstes Startelfspiel, lief nicht so, wie du es wahrscheinlich erhofft hast. Macht es dann noch Spaß, ein Spiel zu spielen? Ja, im Endeffekt freut man sich, im Vorhinein freut man sich natürlich riesig drauf, dass man so ein Spiel spielen darf. Und ja, im Endeffekt ist man nachher selbst über sich, über die Mannschaft enttäuscht. Und ja, aber im Endeffekt ja, müssen wir jetzt nach vorne schauen und es am Freitag besser machen. Zufrieden warst du mit deiner eigenen Leistung? Es waren ein paar Sachen dabei, wo ich zufrieden war, wo ich zufrieden damit war. Andere Sachen hätte ich besser machen können, ja. Aber wie gesagt, ich bin auch nach einer langen Verletzung jetzt wieder zurückgekommen und ja, es gilt halt auch von Spiel zu steigern. In der zweiten Halbzeit habt ihr auch die Dreierkette ausprobiert. Wie ist das für dich? Kennst du Dreierkette? Fühlst du dich da wohl? Ja, ich habe das bei meinem alten Verein auch schon gespielt, von dem her, wie es der Trainer will, so wird gespielt und so muss einfach jeder sein Bestes geben. Welche Rollen kannst du ausfüllen? Also in die Mitte Dreierkette Ja, nutzen also oder rechts, links? egal welche Position. Ja. Wie schwierig ist denn gegen Leverkusen? Du hast es oft mit den schnellen Jungs zu tun gekriegt, der Patzenodoi, Diaby, Frimpong. Wie schwer ist das gegen so Jungs zu spielen? In Österreich? In der Liga gibt es nicht ganz so viel diese absolute Top-Qualität. Ja, also ich habe in Österreich auch nur in der Europa League zwei, dreimal gegen so Spieler spielen dürfen. Aber sonst ja, also gegen solche Spiele ist es natürlich schwer zu verteidigen. Man sollte immer möglichst nah beim Gegner sein und nicht ihn auf Speed kommen lassen. Dass er ins Dribbling kommt, dann ist es natürlich immer schwierig. Aber ich glaube, wenn man ihn frühzeitig stört, dann hat man halt eine Chance. Aber sonst ist es halt echt schwer. Ja. Wie ist denn die Analyse nach dem 0 zu 4 ausgefallen vom Trainer? War er eher sachlich? Wurde er lauter? Na, lauter wurde er nicht. Er war sachlich. Er hat uns, ja, wir haben einfach alle miteinander darüber gesprochen, wie wir es besser machen müssen, weil wir müssen es besser machen und ja, dass einfach jeder Spieler mehr auf den Platz bringen muss, noch mehr geben muss am Platz und ja, das wird einfach wichtig sein in den nächsten Spielen. Wie konkret geht es dann besser? Also auch taktisch gesehen, was muss da anders laufen? Mehr Mut im Ballbesitz vielleicht? Ja, das gehört wahrscheinlich auch dazu. Wir müssen einfach mutiger auftreten, wir müssen mit Selbstbewusstsein auftreten und so, nur so kommt man aus dieser, ja, nur so kommt man an Punkte ran. Allgemein wird ja viel über den Trainer gesprochen aktuell. Wie erlebst du ihn die Tage? Also ich bekomme da nicht allzu viel mit. Ich mache meinen Job und was mit dem Trainer, wie es mit dem Trainer weitergeht, ja, wir schauen von Spiel zu Spiel und von dem her, ja. Wie ist dein Verhältnis zu ihm? Ich habe ein gutes Verhältnis. Ich glaube, dass jeder in der Mannschaft ein gutes Verhältnis mit dem Trainer hat, von dem her, ja. Viele sprechen dennoch so ein bisschen von so einem Endspiel am Freitag, in dem eher die Stimmung so rund um das Spiel war. Also wir schauen sowieso von Spiel zu Spiel, von dem her ist es für uns eigentlich kein Endspiel. Wir wollen einfach dieses Spiel am Freitag gewinnen und ja, um das geht's. Denn so als Mannschaft, dass es ein bisschen unruhiger wird. Das war jetzt lange Zeit hier sehr ruhig, euphorisch durch den Aufstieg. Dann merkt man das als Mannschaft, dass die Stimmung so ein bisschen sich gedreht hat in den letzten Wochen oder ist es nicht so? Ja, ich glaube, wenn man ein paar Spiele hintereinander nicht punkte, natürlich kann nachher die Stimmung etwas schwanken, aber ich glaube, dass wir trotzdem einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft haben und das ist auch das Wichtigste und das wird uns die nächsten Wochen dann auch wieder nach vorne pushen. Was macht denn Hoffnung nach diesen 3 Jahren langen Folge, dass es jetzt wieder besser wird? Ja, ich glaube, dass wir schon die Saison zu Hause vor allem gezeigt haben, was wir drauf haben, wie wir auch mit den Fans gemeinsam uns pushen können. Und von dem her, ja, jetzt haben wir wieder am Freitag ein wichtiges Heimspiel vor vollem Stadion mit unseren Fans. Von dem her, Was muss in dieser Trainingswoche passieren, damit ihr vielleicht wieder mehr Selbstvertrauen tanken könnt? Was gibt es da für Hebel, die man umschalten kann? ich glaube, dass wir einfach ja, gemeinsam alles gemeinsam machen müssen, dass wir uns gemeinsam pushen müssen, dass wir viel sprechen miteinander müssen und ja, im Endeffekt geht es nur gemeinsam und das ist das Wichtigste. Wenn man nach Österreich blickt, war am Wochenende auch das Wiener Derby. Dein Ex-Club hat ja auch wieder nicht gut ausgesehen. Wie leidest du noch mit? Ja, ich schaue mir eigentlich schon, so gut es geht, jedes Spiel an und leider dann schon noch mit, weil ich ja auch doch Rapid-Fan bin. Von dem her, ja, ist natürlich sehr bitter gewesen. Also blutet dein Rapid-Herz, ne? Rapid-Herz, ich bin als Rapid-Fan schon seit kleiner Junge gewesen und von dem her, ja, leide ich schon noch teilweise auch mit. Ja, der Tod in
Spieler dabei, der zum ersten Mal mittrainiert hat. Wie ist dein erster Eindruck von ihm? Hast du ihn ein bisschen kennenlernen können oder noch gar nicht? Da ich heute auch nicht mittrainiert habe, muss ich ehrlich sagen, dass ich ihn noch gar nicht wirklich gesehen habe auf dem Platz. Jetzt von dem her, ja, werde ich das ab morgen dann angehen. Wie gehst du damit um? Also noch ein weiterer Innenverteidiger, der dann kommen könnte? Ja, im Endeffekt, es sind jetzt leider drei Spieler, drei Innenverteidiger verletzt. Und ich glaube, dass die Saison noch ziemlich lang sein wird und dass die drei Spieler auch noch etwas brauchen werden. Von dem her ist es halt so. Und ich glaube, dass es auch uns gut tun würde, wenn halt noch ein Personal kommen würde zur Verstärkung. Oder wenn er vielleicht ein Dreikette spielt, dann braucht er mehr. Was mit Meier Yoshida zuletzt gespielt? Ich glaube, der war auch selbst nicht so zufrieden mit seiner Leistung. Wie erlebst du ihn so? Er ist ja schon eigentlich so ein natürlicher Leader. Zweifelt er so ein bisschen? Merkt man ihm das an oder ist es gar nicht anzumerken? Also ich glaube, wir wissen alle, was wir von Meier erwarten können, was wir von dem haben. Er leitet uns im Training, er pusht uns im Spiel. Von dem her ist er ein richtiger Leader und umsonst hat er nicht 130 Nationalteam-Einsätze, also das ist schon ein Spieler, der hohe Qualitäten hat und die man eigentlich auch in jedem Training und in jedem Spiel sieht.